Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch über das Season 2 Zombie Update sprechen. Doch vorab Leute, dieses Update ist eine ziemliche Enttäuschung für alle Zombie-Spieler, die auf neuen Content gewartet haben. Denn zum Start von Season 2 am 7. Februar wird erstmal nichts Neues zu Zombies dazukommen. Wir haben schon ein paar Infos, was auf uns zukommt, zum Beispiel die VRL Wunderwaffe als Bauplan. Dann gibt es noch Max of Holding, ich weiß jetzt nicht, wie das auf Deutsch heißen wird. Das gab es aber schon in älteren CODs und zwar könnt ihr damit aus dem Magazin direkt rausschießen. Das heißt, ihr braucht nicht nachladen, sondern benutzt die Munition, die ihr in der Reserve habt. Und das kann auf jeden Fall sehr, sehr overpowered sein, wenn ihr nicht nachladen braucht und ganze Zeit auf die Zombies drauf sprayen könnt. Also denke ich mal, damit werden wir eine Menge Spaß haben. Und dann gibt es noch den Bloodburner Key. Mit diesem könnt ihr dieses Motorrad herstellen, Bloodburner. Viele von euch kennen das wahrscheinlich bereits schon. Und zwar könnt ihr damit halt unendlich fahren. Das hat halt unendlich Tank, ist quasi unzerstörbar. Also es ist sehr, sehr, sehr schwer, den kaputt zu bekommen. Und ihr könnt damit sogar über Wasser fahren. Außerdem könnt ihr, wenn ihr genug Zombies getötet habt, das sind so ungefähr 20 bis 25 Zombies, die Spezialfähigkeit auslösen, und zwar den Ätherimpuls. Dann tötet das die ganzen Zombies in eurer Nähe. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Wenn man von Anfang an in der Runde schnell sich fortbewegen will, kann man einfach so einen Bloodburner herstellen und man kommt schneller von A nach B. Aber ganz wichtig zu wissen, Leute, beim Launch von Season 2 wird das alles noch nicht kommen. Das wird alles mit Season kommen, also mit Season 2 Reloaded wahrscheinlich. Das ist zwar sehr, sehr traurig, aber immerhin besser als nichts. Und diese Baupläne bekommt ihr dann wohl bei einer neuen Dunkeläther-Mission. Und zwar seht ihr auf dem Bild, das ist wohl ein Ausschnitt daraus aus dem neuen Dunkeläther. Und das wird wohl genauso sein wie jetzt zur Zeit mit dem ältesten Siegel oder mit dem normalen Siegel, dass ihr dann in so ein Dunkeläther müsst und dann verschiedene Missionen abschließen müsst, um dann diese Baupläne zu bekommen. Außerdem sollen bei Akt 4 auch noch mehrere Missionen dazukommen, so wie schlechtes Signal. Aber wie viele das jetzt genau werden, das kann ich euch leider nicht sagen. Außerdem soll noch ein neuer Kriegsherr kommen, und zwar der Kriegsherr Keres heißt er. Aber genau was dieser Kriegsherr macht und wo der sich befindet, kann ich euch zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber falls ich mehr Informationen haben sollte, werde ich dazu wahrscheinlich auch ein Video machen oder im Discord Bescheid geben. Im Großen und Ganzen als großer Zombie-Fan würde ich sagen, dass dieses Update eine große Enttäuschung für alle Zombie-Spieler ist. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die meisten von euch mir in dieser Hinsicht zustimmen werden. Weil da wartet man schon so lange, bis eine neue Season kommt mit neuem Content. Dann heißt es, dass diese Sachen gar nicht direkt bei Season Launch veröffentlicht werden, sondern erst in der Mid-Season. Da fragt man sich, wie wird das dann in der Zukunft sein, wenn Season 3 kommt, 4 kommt. Müssen wir dann etwa jedes Mal, wenn eine neue Season kommt, noch einen Monat warten, bis dieses Mid-Season Update kommt, damit wir neuen Stuff bekommen? Also Freunde, das ist doch wirklich lächerlich. Da sollte man sich schon mehr um die Zombie-Community kümmern und mehr Sachen rausbringen, weil sonst stirbt das Spiel bald aus. Außerdem soll eine Kooperation mit The Walking Dead kommen. Also es wird in dem Spiel dann den Negan Operator geben mit Lucille als Nahkampfwaffe. Dann wird es noch Daryl geben mit dem Crossbow, also mit dem Armbrust. Dann gibt es noch Michonne und Rick Grimes als Operator-Bundle zu erwerben. Außerdem sollen diese Operator auch noch Zitate von sich geben vom Film aus. Also da bin ich auch mal gespannt, wie cool das sein wird, weil ich habe Walking Dead auch komplett durchgeschaut und ich bin auch ein riesen Walking Dead-Fan. Also bin ich da in der Hinsicht auf jeden Fall schon mal gehypt. Da gibt es auch noch einen Trailer dazu mit der Kooperation mit The Walking Dead. Den zeige ich euch auch, aber vorher möchte ich mich von euch verabschieden, denn das war's dann mit dem Video. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das mit dem Update findet, ob ihr auch enttäuscht seid oder ihr meint, ja, das geht doch voll klar, warum heult er so rum. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und für alle neuen Zuschauer da draußen, die mir gerade zuschauen, lasst doch gerne ein kostenloses Abo bei mir da und aktiviert die Glocke, damit ihr immer auf den neuesten Stand bleibt und in Zukunft nichts mehr verpasst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!